So, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von City Skylines. Und ich habe ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass ich ja, ein kleines Forstwirtschaftsgebiet mal bauen wollte. Und das werden wir jetzt, denke ich mal, heute auch tun. Ich habe mir nämlich überlegt, das bauen wir dann hier rein ungefähr, weil hier ist noch so schön viel Berg und hier sind eh schon ein paar Bäume und dann pflanzen wir hier einfach alles voll und benutzen dann in dem Fall diese Autobahnauffahrt hier, die wir hier haben und bringen die dann hier ins Industriegebiet und dann haben wir halt hier komplett Forstwirtschaft und die können dann auch direkt über die Autobahn hier drüber und können alle Güter sonst wohin transportieren, sei es irgendwie hierhin oder dahin. Und dann sollte das eigentlich einigermaßen gut funktionieren. Deswegen machen wir das auch mal und dann können wir auch quasi hier dieses kleine Industriegebiet reißen wir dann auch einfach jetzt mal noch ab. Dann machen wir auch hier diesen Güterbahnhof mal weg. Ich weiß, ihr seid alle traurig. Den verbinden wir dann nämlich besser hier mit dem Forstwirtschaftsgebiet, würde ich sagen. Dann macht das auch mehr Sinn. So. Ja, dann, wenn hier ein bisschen Leerfläche ist, ist es nicht so schlimm. Dann müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir hier eine ordentliche Autobahnverbindung hinbauen. Das sollte, glaube ich, funktionieren. Wenn wir jetzt hier so gebogen machen. 77, 77. So, dann machen wir hier mal eine gerade Straße. So. Und hier werde ich, denke ich, auch einfach direkt ja, die Verbindung dann hier hinbauen. Hier muss ich dann den Kreisel ist wahrscheinlich direkt schon hier hinbauen ungefähr. Irgendwie hier so hin. So, eine Autolänge. Also was ist eine Autolänge? Das da kommt weg. Eine, also hier diese 80 Länge. Dann können wir hier auch direkt eine Verbindung in die Stadt noch reinmachen. Das wäre dann, glaube ich, auch ganz gut. So, dann machen wir hier noch die 80er Länge. Dann machen wir hier gebogen. Zack. 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 Kommt das hier weg? Eigentlich wäre es, glaube ich, besser gewesen, wenn wir das noch gelassen hätten. Gerade. Müssen wir halt hoffen, dass das noch einigermaßen 90 Grad hat hier. So, und dann von hier aus direkt in die Stadt rein, beziehungsweise in das Industriegebiet rein. Mach's jetzt erstmal bis hierhin. So, und hier können wir dann ja die Verbindung vielleicht gerade hier so mit 90 Grad einfach da so reinmachen. Das macht ja, denke ich mal, dann nichts. Und das Gute ist, dann können die auch von der Autobahn hier drauf fahren. So, und dann haben wir hier auch die, ja, die geraden Strecken noch vorhanden. So, dann machen wir das noch zur Autobahn. Und ich glaube, das haben wir da hinten auch zur Autobahn, oder? Das ist doch Autobahn, ja. So, das gehört auch noch zur Autobahn. Das hier. So, verbessern. Zack, zack. So, dann müssen wir dann natürlich noch mit der Richtungsänderung gucken. Das da muss so rum. Dann können wir das da abreißen. Jetzt haben wir hier die Richtung. So rum, warte, so. So, so, so. So, so und so. Jetzt ist es richtig. So, und jetzt hier die Autobahn. Anbindung natürlich, auch ganz wichtig. So, dann können wir das vielleicht noch. Ja, machen wir das mal noch 40. Geht das? 40, noch ein Stück. Hier noch ein Stück. 40. So, dann machen wir. Eigentlich müssen wir es dann andersrum machen, oder bin ich jetzt. Ah, gut, das habe ich ja jetzt Richtungswechsel, okay. So. Und das dann so.
Und hier müssen wir noch die Richtung ändern. So. Und dann können wir hier ins Industriegebiet, hier kommt ein riesen Industrie- und riesen Forstwirtschaftsindustriegebiet hin. Vielleicht mit so ein bisschen Einwohnern und ein paar Gewerbegebieten, aber zum Großteil soll hier der Fokus dann auf Forstwirtschaft liegen. Das ist, denke ich mal, so der Plan. Und dann können wir auch hier eine viel bessere Schienenverbindung nochmal machen. Ja, ich weiß, ihr habt nicht genügend Dienstleistungen. Ist okay. Ich will das abreißen. So, ja. Schrei mich nicht an, so. Hier ist immer noch die Verbindung, die zu wenig. So, hier das da machen wir auch mal weg. Ah, das müssen wir kurz planieren. Gebäudeeinsturz. So, dann machen wir hier einfach noch kurz ein Krematorium hin. Weil das eh nicht mehr ewig hält. Die Schule hier machen wir auch ein bisschen näher hier hin. Immer ein kleines Stückchen hier alles wegmachen. So, auf jeden Fall, was wir machen können, das ganze Industriegebiet planieren. Das ist jetzt der nächste Schritt. Jetzt geht es wahrscheinlich gerade mal ganz schön hart ins Minus rein. Aber das ist nicht so schlimm. So, ja gut, dass ich die Dinger jetzt gerade... Das war jetzt nicht so schlau. Da müssen wir jetzt mal gerade gucken. Nein, ich will das gerade. Gerade. Sag mal. Eins nebendran, geht das? Eins höher? Geht auch eins höher nur? So, wer hier? So, dann mache ich da mal hier kurz, damit die alle noch verbunden sind. Erstmal hier das nochmal alles weg. Damit die alle noch hier hinkommen. So, mal hier hin. Hier ist keine Haltestelle mehr, Jungs. Bericht habe ich bekommen als Trophäe. Keine Ahnung, was das sein sollte. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt. Ob ihr das gesehen habt, aber neue Trophäe. Juhu! So, das Gebiet ist auch schon mal zerstört. Das heißt, hier kann auch... Kann ich das eigentlich irgendwie... Ist das eine U-Bahn oder was ist das? Ne, das ist einfach Bushaltestelle. Kann ich die irgendwie mir anzeigen lassen? Ich glaube nicht, oder? Aber ich kann es ja sehen bei den Dingern hier. Welche keine Verbindung haben. Also eigentlich... Die haben alle fast die gleichen Farben. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Null Passagiere. Das heißt, die kann ich, denke ich, mal löschen. So. Und der Rest hat scheinbar noch Passagiere. Okay. Gut. Ja, ich weiß, ihr seid jetzt alle traurig. Haben wir schon wieder ein Spiel verloren, oder was? Haben die ein Spiel verloren? Zweiter, dritter. Ne, die haben gewonnen. Wie sieht es bei denen aus? Gesamt gewonnen, zwei, verloren, vier. Huh. Warum? Asozial. Naja. Ist die Mannschaft halt einmal schlecht. So. Dann jetzt aber zum Industriegebiet.
Da gucken wir doch mal, wie wir das am besten machen. Wir brauchen natürlich wieder ein paar Verteiler. Da lassen wir auf jeden Fall mal hier ein paar Abstand. Ich muss mal gucken. Ich glaube, hier so ein Stück Abstand lasse ich auf jeden Fall mal, damit es da nicht zu Stau kommt. So, dann gucken wir mal, wie das hier passt. Eins, zwei, drei. Dann wird es, glaube ich, hier knapp. Doch, passt sogar genau. Hier genau passen. So, dann können wir hier so hoch. Können wir theoretisch hier so lang. So. So, das heißt, das da passt schon mal. So, jetzt müssen wir noch mit hier gucken. Eins, zwei, drei. Dann machen wir hier wieder mal so eine Verteilerstraße rein. So. Das hätten wir auch dann eins nebendran vielleicht sogar machen können. Attraktivität minus 25, das ist aber dumm. Muss ich hier immer jedes Mal neu drauf gehen? Muss ich immer neu geben hier? Geben. 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 Und hier ist noch so ein Gebäude abgebrannt, da muss ich meinen Katastrophendienst noch hier irgendwie hinmachen. Mache ich auch noch alles. So. Oder beziehungsweise das da reißen wir dann einfach ab, dann passt das da als Verteilerstraße hier. Oder hier gehen wir halt noch weiter nach außen. So, machen wir hier auch nochmal drei, wenn das klappt. Eins, zwei, drei. Oder beziehungsweise in dem Fall dann nur zwei. Weil dann hier die Straße ja zu Ende ist. So, das heißt, in dem Fall. Hier. So. Wird hier noch eine Verteilerstraße hinkommen. Die würden wir dann wegmachen. Ist halt aber ein bisschen doof jetzt hier. Oder machen wir das einfach zur Hauptstraße. Dann wird das keine Verteilerstraße. So. So, dann machen wir hier die auch noch mal hin. Jetzt gucken wir mal hier noch mal. Eins, zwei, drei. Dann können wir hier theoretisch noch mal eine Verteilerstraße hinmachen, wenn das passt. Das war ganz schön knapp. Dann machen wir hier einfach gebogene Strecke hin. Jetzt habe ich wieder das Ding aus. So. So. Okay, war da haben wir auch gesagt, wollten wir die hinmachen. So, das passt dann ja. Dann können wir das ja hier in dem Bereich auch noch machen. So, hier machen wir dann, denke ich mal, wieder die große Straße hin, oder? So, gerade. So, hier. Oha, die können wir sogar bis ganz nach da hinten durchziehen. So. Dann können wir hier nochmal eine Verteilerstraße hinmachen. Aber das da könnten wir eigentlich könnten wir das alles auch als Verteilerstraße nehmen.
Machen wir auch lieber mal so, würde ich sagen. So, und hier machen wir dann auch noch eine Kurve rein. So. Und das irgendwie mit dem Abstand nicht so passt. Gerade. Jetzt gucken wir mal nochmal. So. Hier auch nochmal. So. Und jetzt gebogen. Jetzt sollte das eigentlich. Ja. So ist besser. So. Dann machen wir das gleiche hier auch nochmal. Hier können wir auf jeden Fall ein Dreierfeld reinbauen. Nicht gebogen, brauche ich nochmal gerade. Eins, zwei, drei. Dann hier nochmal die. Wie kann ich das? Ich bin ja doof. So. So, einmal hier lang ziehen, einmal hier lang ziehen. So, und hier wird es dann schon ein bisschen enger, weil hier kommt dann ja auch schon wieder der Berg. Da würde ich es dann, glaube ich, einfach lassen und ja so kleine Gebiete hinmachen. Und das hier sollte dann ja eigentlich auch passen, weil es ja hier passt. So, dann könnten wir das vielleicht noch hier ein bisschen hochbauen. Da muss ich jetzt mal gucken. So, dann machen wir das mal hier so. Eins. Ja gut, hier wird es dann wahrscheinlich gerade nur so für das reichen. So, verbessern. Würden wir das hier so aufbessern. Obwohl, dann müssen wir das ja nochmal gerade, weil dann wird ja auch der Abstand hier ein bisschen geringer. So. Machen wir hier zwischendrin nur so eins. Dann machen wir das da weg. So, dann muss ich mal jetzt hier noch gucken. Eins, zwei, drei. Sollen wir denn hier auch noch so eine Verteilerstraße gerade so reinbauen? Hier so ganz am Ende. Boah. Kann man machen. So. Dann hier auch noch eine gebogene Straße. So. Oh, ich denke, das wird auf jeden Fall gut werden, denke ich mal. Das Gebiet, das sollte eigentlich einigermaßen gut werden. So. Dann wieder gerade. Zwei. Zwei. Ich denke, hier machen wir dann auch einfach, also bei dem Gebiet hier, mal genau hier so. Und dann reißen wir das hier ab. Und dann wäre es eigentlich sinnvoll, hier das auch noch abzureißen. So. Machen wir hier noch eine gebogene Straße rein. Beziehungsweise das hier können wir eigentlich auch ganz weglassen. So. Machen wir es einfach mal so. So, und hier können wir dann so ein bisschen kleines Dörfchen noch hinbauen und hier noch ganz wenig. Damit das hier nicht so voll ist an der Autobahn. Aber die fahren schon mal hier lang, das ist schon mal ganz gut. Dann wird vielleicht auch ein bisschen der Verkehr entlastet, weil dann müssen die nicht alle hier durch die ganze Stadt fahren und hier rein und dann hier rum, sondern können direkt, wenn sie hier wohnt, können sie von da nach da fahren. Das ist, denke ich, auch schon mal deutlich besser. So, hier ist noch eine Ampel, hier ist noch eine Ampel. So, hier sind auch noch ganz viele Ampeln.
Wollen wir ja gar nicht. Oha, oh, die Straße ist auch voll mit Ampeln. Eieiei. Aber ich denke mal, hier werden eh nicht so ewig viele langfahren. Deswegen machen wir mal hier Vorfahrtsstraße für die... Eigentlich das da wollte ich ja vermeiden. Aber irgendwie... Oh. So, hier passt das überall. Hier ist noch eine Ampel. Hier ist eine Ampel. Hier ist eine Ampel. 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 Alle Ampeln wegmachen. So. Dann würde ich sogar sagen, dass wir jetzt das ganze Gebiet einfach mal mit Wald bepflücken, damit wir auf jeden Fall genug Wald haben. Ich mache das jetzt einfach mal alles voll. Und später können wir dann ja immer noch ein bisschen wegmachen. Das ist ja kein Problem. So. Und da ist es ja eigentlich auch egal, welche Bäume das sind. Aber ich mache trotzdem schon mal vielfältig die Bäume dahin. So. Und noch die Tannen. So. Also wenn es hier jetzt nicht genug... Wie sehen eigentlich die aus? Also ein bisschen größere Tannen. Können wir eigentlich auch mal noch reinbauen, oder? Ja, komm. Machen wir auch mal noch mit rein. Einfach mal alles mit rein. So. Ich denke mal, das sollte reichen. Also hier sollte jetzt genug Wald sein. Für alle. So. Sieht doch schön aus, nicht? Ganz viel Wald. So. Dann gucken wir, ob das auch reicht. Aber ich denke schon. Also mehr Wald kann ich hier nicht geben. Sagen wir einfach mal so. Jetzt müssen wir halt nur noch gucken, dass wir hier die Gebiete ein bisschen ausweisen. Beziehungsweise hier die Strecken noch einigermaßen ordentlich. Ich ziehe die jetzt einfach mal hier so runter. So. Und hier auch. Passt das da noch? Nee, gell? Ja. Habe ich mir ja fast gedacht. So. So, mit hier dem Gebiet, da mache ich dann das einmal. Mache ich das einmal so. Dann 4. So. Und das ja dann so. Hier können wir dann eigentlich auch so machen. Können wir das hier in der Mitte rausnehmen. Machen das hier so. Und das hier weg. Ich denke, das hier können wir auch wegmachen. Oh. Jetzt ist das zwar auf der Hauptstraße angesiedelt, aber ich glaube... Das ist jetzt da nicht so ganz schlimm. Wir können es eigentlich auch wegmachen, so. So, so, so. So sollte eigentlich die Verbindung auch perfekt sein. So, und ansonsten hier auch noch.
Nur so, machen wir mal so. So, 4. Hier müsste doch eigentlich passen. So. Ja, wenn da eins auf der Hauptstraße ist, wird sich, denke ich, keiner beschweren. Also auf der Mega-Mega-Hauptstraße, wie ich ja immer sage. Beziehungsweise hier können wir auch noch eins hinmachen. So, und dann mal gucken wir noch hier und dann machen wir die Folge auch zu Ende. Verbinden wir das hier noch. Das hier wird noch verbunden. Und dann, ups, machen wir noch hier eine Verbindung hin. Und hier noch eine. Gut. Und dann sollte das so passen erstmal. Und dann würde ich einfach sagen, wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen oder einen Kommentar. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.